Willkommen zum zweiten Teil über St. Martini, der sich mit den Straßen dieser Vorstadt beschäftigt. Einige von ihnen werde ich hier vorstellen, auf Gaststätten und auch auf Persönlichkeiten etwas eingehen, die diese Vorstadt sowie das Stadtbild von ganz Mühlhausen prägten. Beginnen wir aber erst einmal mit den Straßen. Wenn man sich alte Aufzeichnungen ansieht, wird schnell klar, dass es ähnlich wie in St. Georgi einst recht wenige Straßen in dieser Vorstadt gab, genau gesagt nur 9. Auch die Anzahl der Häuser war eher gering. 1866 gab es 66 Wohnhäuser und 10 Gartenhäuser. Damit wäre St. Martini von der Anzahl der Wohngebäude her etwas kleiner als St. Georgi gewesen. Das zeigt dieser Plan, der nach Aufzeichnung von Rolf Aulöp entstand, recht deutlich. Beginnen wir nun unsere Straßenführung durch St. Martini mit einer der wichtigsten Straßen dieser Vorstadt, dem Kejansgraben. Er begann am ehemaligen Görmer Tor in St. Georgi und endet an der Martinikirche. Ab der heutigen Karl-Marx-Straße führt er durch die Martini-Vorstadt. 1389 wurde der Kejansgraben erstmals als in Fossa Kejani erwähnt, was so viel bedeutet wie im Graben bei Kejani. Eines der bekanntesten Bilder zeigt die Arbeiten am 1886 angelegten Mauerdurchbruch für den direkten Zugang aus der Stadt zum Bahnhof. Bis dahin gab es am Kejansgraben keinen Stadtzugang. Einige Jahre später sah es an dieser Stelle schon ganz anders aus. Der einstige Wassergraben wurde bereits 1847 teilweise und 1897 ganz verfüllt. Dort entstanden Parkanlagen neben der neu angelegten, damals noch zweispurigen Straße. Von 1950 bis 1990 trug der Kejansgraben den Namen Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, kurz DSF. War der Kejansgraben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eher eine ruhige Vorstadtstraße, so änderte sich dies mit dem Bau der DSF ab etwa 1967. Die Straße wurde vierspurig ausgebaut, bis an die Wagenstädter Brücke verlängert und ist seither die wichtigste Durchgangsstraße der Stadt mit einem enormen täglichen Verkehrsaufkommen. Die neue Straße der DSF wurde am Vorabend des 20. Geburtstages der damaligen DDR am 6. Oktober 1969 dem Verkehr übergeben. Von da an bis zum Ende der DDR wurden hier auch die Paraden zum 1. Mai abgehalten. Anfang der 1980er Jahre erfolgte eine Erweiterung der Straße im Bereich des Erfurter Tores und eine Erneuerung des Straßenbelages. Der stetig steigende Autoverkehr zwang zu weiteren Arbeiten am Ende der 1980er und am Ende der 1990er Jahre. Seit 2000 hat der Kejansgraben eine moderne Betondecke. Gaststätten gab es auf dem Teilstück des Kejansgrabens, das zu St. Martini gehört, nicht. Das Gasthaus Erfurter Tor, dessen Zugang am Kejansgraben lag, gehörte zur Kejani-Straße und damit zur Innenstadt. Mit einem Augenzwinkern kann man aber das ehemalige Kaffeehaus Monopol am Kejansgraben 15a hiermit erwähnen, obwohl es eigentlich zu St. Georgi gehört. 1938 wird noch vom deutschen Kaffee gesprochen, aber schon um 1920 der Name Café Monopol in Werbeanzeigen benutzt. 1950 wurde es dann zur Fixbar, die es auch bis Anfang der 1990er Jahre blieb.
Nachdem die Gaststätte kurzzeitig Sonjas Eck hieß, ist seit dem Hausumbau dort ein italienisches Restaurant zu finden. Zurück zur Straße. Seit 1871 und 1891 die beiden Villen an der Straßenostseite erbaut wurden, prägten diese beiden Gebäude das Straßenbild. Zunächst gehörte die nördliche Villa am Kiansgraben 1213 nicht zum Kleesareal St. Martini 74c. Sie wurde erst 1911 von Karl Klees erworben. Am Kiansgraben 10 lebte Ernst Bernhard Klees mit seiner Familie bis zu seinem Tod. 1909 an seine Frau und die vier Töchter überschrieben, wurde die Villa 1913 an Erich Eckmann verkauft. Nach dessen Flucht fiel sie 1934 an das Deutsche Reich. Von 1945 bis 1991 war die Villa Volkseigentum und beherbergte einen Kindergarten. 1992 erhielten die Eckmann-Erben das Haus zurück, verkauften es aber wieder. Auch der neue Besitzer behielt es nicht lange. Nach jahrelangem Leerstand kehrte 2015 in die sanierte Villa wieder Leben ein. Die letzten Aufnahmen zum Kiansgraben zeigen die Ehrenpforte vor dem Erfurter Tor im Jahre 1891, die anlässlich des Kaiserbesuches in Mühlhausen dort aufgebaut wurde und vom kaiserlichen Hoffotografen Teltmann aufgenommen wurde. Zur Langensalzer Straße. Neben der Martini-Kirche fiel in der Langensalzer Straße bis zum Ende der 1980er Jahre das Hotel Schwarzer Adler besonders auf. Die alte Adresse war St. Martini 2 und ab 1888 Langensalzer Straße 1. Dieser Gasthof, der wegen der Gerüche aus dem benachbarten Stadtgraben zum Fohlen Loch genannt wurde, befand sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auf halber Strecke zwischen innerem und äußerem Erfurter Tor gegenüber der Martinikirche. Der alte Gasthof brannte nach Brandstiftung am 18. April 1635 ab. Neu errichtet war der wohl bekannteste Gast im Fohlenloch am 5. und 6. Juni 1801, Johann Wolfgang von Goethe. Ab 1840 wurde das Fohlenloch, also der ehemalige Brunnengräßgraben an der Stadtmauer am Lindenbühl, zugeschüttet und der Beiname des Gasthofes verschwand allmählich. Zu den Besonderheiten des Schwarzen Adlers gehörte ein Jagdzimmer mit begehbarem Tresor. 1945 wurde das Hotel beschlagnahmt und bis 1948 von Paul Schlenke und Erich Werneburg geführt. Am 30. September 1948 wurde das Hotel geschlossen und zum Kantinen- und Verwaltungsgebäude des neu gegründeten VEB Möbelwerks umgebaut. 1988-89 wurde das Haus abgerissen. Aber es war nicht das einzige Gebäude. Von der gesamten Bebauung der Langensalzer Straße blieb nur die Martinikirche übrig. Noch eine weitere Gaststätte gab es in der Langensalzer Straße. In der Nummer 75, ganz in der Nähe der damaligen Ballongasse, eröffnete Hermann Ackermann 1888 ein Restaurant mit Gastwirtschaft, welches 1898, nachdem Ackermann die Gaststätte am Schwanteich errichtet hatte, als Peins Bierstube eingetragen war. 1938 erfolgte die Umbenennung in Lewins Schankwirtschaft, 1946 in Schlesier Hof und ab 1949 Martinis Speisegaststätte. Nach der Übernahme durch die HO 1967 wurde sie allgemein als Martini-Schenke bezeichnet. 1987 wurde die beliebte Gaststätte geschlossen und 1988-89 mit den anderen Häusern der Straße abgerissen. Während ich Ihnen Bilder der Straße zeige, wie sie einmal aussah, gehe ich etwas genauer auf den Namensursprung ein. Erst seit 1876 trägt die Straße den Namen der Stadt Langensalza, die damals noch kein Bad war. Erstmals erwähnt wurde der Weg aber schon 1381 als Antevallum Erfurtensium Tangentes via Erfurt, was so viel bedeutet wie wichtiger Weg nach Erfurt, der an vielen Orten vorbeiführt. Im
späten Mittelalter wurden die unteren Teile der Straße zwischen dem inneren und äußeren Erfurter Tor Contra Sankt Martinum genannt, was in Richtung oder auch gegen Sankt Martini bedeutete, sowie Supra Sankt Martinum, was mit auf oder bei Sankt Martini übersetzt werden kann. Ein weiteres Straßenstück hieß auf dem Kirchhofe. Der südliche Straßenabschnitt wurde bis etwa 1400 in Allodio genannt, was Grundbesitz, der völlig frei von Unterwerfung und feudalen Verpflichtungen ist, bedeutet. Danach hieß die Straße oder besser der Weg Schreinberg. Ursprünglich führte dieser Weg bis zum Fuße des Berges und dann weiter geradeaus durch die Erfurter Höhle. Der Straßenbogen zur Langsalzer Landstraße und diese selbst wurden erst am Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Musik. 1790 baute man den Schreinberg zu einer Chaussee aus. Dafür sollen Steine von drei abgebrochenen Stadtmauertürmen am Lindenbühl und zwei weiteren vom Kiansgraben verwendet worden sein. Etwa auf der Hälfte der Straße stand bis 1823 das fünfstöckige äußere Erfurter Tor. Weil durch die Pflasterung der Straße auch die Durchfahrtshöhe des Tores geringer wurde und so größere Fuhrwerke nicht mehr hindurchpassten, musste es abgebrochen werden. Die Steine des Tores wurden meistbietend versteigert. Bei den Straßenarbeiten Anfang der 1990er Jahre fand man die Fundamente des Tores und legte sich frei. Noch ein paar Worte zur Erfurter Höhle. Auch dieser ehemalige Hohlweg trägt erst seit den 1930er Jahren offiziell diesen Namen, wurde aber sicher schon im Mittelalter so bezeichnet. Heute nur noch ein schmaler Fußweg, war er einst Teil der wichtigen Straße von Mühlhausen Richtung Erfurt. Um 1980 wurde der Weg zugeschüttet. Der Bau der Langsalzer Landstraße begann im März 1897, zeitgleich mit dem Baubeginn des neuen städtischen Krankenhauses. Die hier zu sehenden Aufnahmen wurden 1969 von der Mühlhäuser Kamera aufgenommen. Sie zeigen die Einmündung Martinistraße, den Altneubau des Krankenhauses mit dem Fußgängeraufgang und die 1962 fertiggestellten Personalhäuser an der Langsalzer Landstraße. Kurz nach dem ehemaligen inneren Erfurter Tor biegt das Lindenbühl Richtung Westen ab. Der untere Lindenbühl bis zur Einmündung Eisenacher Straße gehört ebenfalls zur Martini-Vorstadt. Dort stand bis 1827 das innere Neufortentor.
Am Einfahrtsbereich auf den Kiliansgraben befand sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts das Fuhle Loch, der untere Teil des Brunngressgrabens. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte am Lindenbühl ein Bauboom ein, in dessen Folge eine Vielzahl repräsentativer Villen reicher Mühlhäuser Fabrikanten entstanden. So auch das Haus Lindenbühl 29. Es wurde für den Bau des Kreisständehauses 1901 abgerissen. Nach der Verfüllung des Spenden- und Brunnenkreisgrabens entstand unter der Federführung des Stadtgärtners Adolf Pollex entlang der Stadtmauer eine ansehnliche Parklandschaft. Die folgenden beiden Zeichnungen zeigen das ehemalige innere und mittlere Neufortentor sowie den Bereich nach dem Abriss der Tore. Das Torwärterhäuschen gibt es heute noch. Es ist ein normales Wohnhaus, trägt die Hausnummer Brunnenkreisstraße 1 und gehört damit zur Innenstadt. An der Einfahrt zur Eisenacher Straße hat sich auf der Westseite bis heute nicht viel geändert. Der imposante Bau war einst ein Bankgebäude. Auf der anderen Straßenseite stand das sogenannte Goethe-Gartenhäuschen. Es war bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges das Wohnhaus von Oberst Ehrenberg, der Kommandeur der Fuchskaserne am Forstberg war. In den 1950er Jahren wurde es zum Betriebskindergarten des VEB Röhrenwerkes und musste 1960 dem Neubau der Röhrenwerk Betriebskantine weichen. Dass das Lindenbühl nach den Linden auf dem ehemaligen Grabenwall benannt wurde, ist wohl kein Geheimnis. Mit Bühl oder Buhl wurde früher ein Wall oder kleiner langgezogener Hügel bezeichnet. Als in loco qui dictur Lindenbuhl, der Ort der Lindenbuhl genannt wird, erstmals 1316 erwähnt, wurde die Straße 1950 in Leninstraße umbenannt. Auch ein Lenin-Denkmal gab es bis 1990 vor der Stadtmauer, welches vom Bildhauer Johannes Friedrich Rogge Anfang der 1950er Jahre geschaffen wurde. Es war dem Gründer der Sowjetunion, Wladimir Iljitsch Lenin, gewidmet. 1990 wurde das Denkmal wieder entfernt und das Lindenbühl erhielt seinen alten Namen zurück. Kommen wir zur Eisenacher Straße, die seit 1876 diesen Namen trägt. Mit den Steinen des äußeren Neufortentores, welches bis 1871 in Höhe des heutigen Schillerweges stand, wurde die Straße 1891 ausgebaut. Der östliche Teil der unteren Eisenacher Straße war durch den Bau der Betriebskantine seit den 1960er Jahren auf seiner gesamten Länge durch das Röhrenwerk eingenommen. Auf der westlichen Seite stand als Haus Nummer 3 das Stammhaus der Familie Themert. Interessant ist das Eckhaus zur Brunnenstraße, das früher die Hausnummer St. Martini 24 trug. Seit seiner ersten Erwähnung im Jahre 1543 befand sich dort einer der ältesten Gasthöfe der Martini-Vorstadt. Allgemein als zur Feile bekannt, war sein richtiger Name zum Roten Löwen. Damals war es ein eher schlichtes Haus mit zwei Etagen und einem hohen Dach. Seinen Spitznamen bekam der Gasthof durch wandernde Schmiede und Schlosser, die hier logierten. Bis zu seiner Schließung Anfang des 20. Jahrhunderts genoss das Gasthaus, an dem auch die Postwagen hielten, einen hervorragenden Ruf. Im Februar 1900 ließ der damalige Besitzer Wilhelm Koch das alte Gebäude abreißen und durch den heute bekannten Klinkerbau ersetzen. Zurück zur Straße.
von der Brunnenstraße bis zur Heinrich-Pfeiffer-Straße, die früher Pflaumgasse und von 1934 bis 1955 Marienburger Straße genannt wurde, erstreckte sich auf der Straßenostseite seit 1802 der alte Friedhof. Dort waren unter anderem der Bürgermeister Gier und der Naturforscher Tilesius von Tillenau beigesetzt. In den 1970er Jahren wurde dort das Parteihaus der SED gebaut. Nach der Wende zeitweise als Jugendamt genutzt, sind heute ein Pflegedienst mit Altenheim und diverse Firmen in diesem Gebäude zu finden. Die Friedhofskapelle auf dem alten Friedhof wurde am 23. März 1890 eingeweiht. Entworfen wurde sie vom Stadtbaumeister Heinrich Messow. Zu DDR-Zeiten waren dort die Fahnen und Plakate für die Mai-Demos eingelagert. In den 1970er Jahren brannte die Kapelle fast völlig aus und musste saniert werden. In Höhe der damaligen Pflaumgasse auf der Straßenwestseite wurde 1910 das Haus der Othello-Loge gebaut. Nachdem die Logen 1939 verboten wurden, zog in die Eisenacher Straße 14 die Mühlhäuser Musikschule. Saniert am Ende der 1990er Jahre wurde das Haus 2003 abgerissen. Wieder auf der Ostseite der Eisenacher Straße und am höchsten Punkt befand sich von 1865 bis 1975 eine Gaststätte. Diese hieß zuerst Hennebergs Felsenkeller und ab 1910 Schweizer Garten. Den alten Mühlhäusern war sie als die letzte Träne bekannt. 1975 schloss die Gaststätte, die Gebäude standen bis 2003 leer und wurden 2004 abgerissen. Mit dem höchsten Punkt der Eisenacher Straße haben wir auch die 1889 erstmals erwähnte Martini-Straße erreicht. Rechts geht es auf die Eisenacher Landstraße zum neuen Friedhof sowie in Richtung Eisenach und in die Vogtei. Vielen ist noch die Tankstelle mit ihrer meist sehr langen Warteschlange dort in Erinnerung. Gegenüber des Schweizer Gartens in der Martini-Straße 1 befand sich ebenfalls eine Gaststätte, die 1898 als Hotel Rennbahn und Sportplatz eröffnet wurde. Nach ihrem damaligen Besitzer wurde sie auch Gregors Türmchen genannt. Bereits 1890 entstand der Turm, welcher eigens für Kaiser Wilhelm II. Errichtet wurde, der von hier aus das Kaisermanöver bei Mühlhausen im September 1891 überblicken sollte. Seine Majestät aber war nie dort. Der fünfetagige Turm wurde 1908 um 3 Etagen zurückgebaut. Seit etwa 1925 wird das Objekt als Gaststätte nicht mehr erwähnt. 1941 sollte das Haus zu einer Isolierstation des nahen Krankenhauses umgebaut werden. Nach 1945 als Unterkunft für Umsiedler und ab 1946 für sowjetische Offiziere genutzt, wurde das heruntergewirtschaftete Gebäude nach dem Abzug der Roten Armee und langem Leerstand im Jahre 1996 abgerissen. Von der Schmidtschen Dampfbrauerei und dem Bau des 1935 entstandenen Behördenhauses auf der Martini-Straßen Nordseite habe ich ja schon im ersten Teil zu St. Martini berichtet. Noch ein Satz zur ehemaligen Marienburger Straße, der heutigen Heinrich-Pfeiffer-Straße. Sie verlief unterhalb des Behördenhauses und verband bis etwa 1947-48 die Eisenacher Straße mit der Langsalzer Straße. Mit der Einrichtung der sowjetischen Garnison in und um das Behördenhaus wurde der Ostteil der Straße abgeriegelt und in das entstandene Kaserngelände integriert. Bleibt vom Westteil der Martini-Vorstadt noch die östliche Brunnenstraße übrig. Sie hieß eigentlich Borngasse und wurde unter diesem Namen 1413 erstmals erwähnt. Von 1364 bis 1413 wurde sie Üsenacher Gasse genannt. Über den alten Friedhof habe ich ja schon etwas berichtet. Trotzdem möchte ich noch einmal auf ihn zurückkommen. In der Brunnenstraße stand, ungefähr an der Stelle der heutigen Tankstelle, die Leichenhalle des Friedhofs.
Diese war nach Plänen des in Mühlhausen geborenen Baumeisters Friedrich August Stühler errichtet und am 26. November 1839 eingeweiht worden. 1947 wurden Leichenhalle und die Nordmauer des Friedhofs abgetragen. Eine bildliche Rarität habe ich noch gefunden, die nicht direkt etwas mit der Martini-Vorstadt zu tun hat. Der letzte von Pferden gezogene Leichenwagen von Mühlhausen, abgelichtet im Jahre 1907. Seit Mai 1858 stand das Grabdenkmal des Bürgermeisters Karl Theodor Gier ganz in der Nähe der alten Leichenhalle. Wenige Schritte davon entfernt lag auch das Grab von Telesius von Tillenau, welches an einem weißen Kreuz erkennbar war. Dieser hatte als Schiffsarzt, Meereszoologe und Expeditionszeichner auf der Fregatte Nadeschda an der ersten russischen Weltumsegelung 1803 bis 1806 unter Adam Johann von Krusenstern teilgenommen. Das Giergrabmal wurde am 18. Januar 1990 abgebaut und zerlegt sowie später restauriert. Am 9. November 1996, dem 200. Geburtstag des ehemaligen Bürgermeisters, wurde es am neuen Standort bei der Marienkirche der Öffentlichkeit übergeben. Wir sind wieder auf der Brunnenstraße. Gegenüber dem alten Friedhof entstand in den 1960er Jahren der Neubau des VEB Röhrenberg. Nach einem Garten und einem Hof begann das Grundstück des Möbelwerks. Auch hier kann ich Ihnen eine bildliche Rarität zeigen. Dieses Gefährt wurde allgemein als Eidechse bezeichnet. Richtig hieß es Dieselkarre DK 2004 und ab dem 4. Dezember 1959 Multicar M21. Es war der Modellnachfolger der Dieselameise DK 03. Meist wurden diese Fahrzeuge für den innerbetrieblichen Transport eingesetzt. Gelenkt wurde die Eidechse übrigens durch eine wippende Platte unter den Füßen, eine sogenannte Fußtrittlenkung. Dieses Gefährt, das von 1956 bis 1964 gebaut wurde, hatte 6,5 PS und erreichte eine Geschwindigkeit von etwa 15 km/h. Nach diesem kurzen Ausflug in die Automobiltechnik der ehemaligen DDR sind nun wieder einige Häuser der einstigen Brunnenstraßen Südseite zu sehen. Sie standen zwischen dem Friedhof und der Martini-Schule und hatten 50er und 60er Hausnummern. Nur ein Haus überstand den Totalabriss 1988-89. Haus Nummer 58, östlich gleich neben der heutigen Tankstelle. Vom einstigen Charme einer ruhigen Vorstadtstraße ist seit dem Bau der innerörtlichen Umgehung der B249 nichts mehr geblieben. Heute fahren täglich mehrere 10.000 Fahrzeuge dort entlang. Die relativ kleine Borngasse hat sich zu einer der meistbefahrensten Straßen der Stadt entwickelt und der Einmündungsbereich auf die Langensalzer Straße ist zur größten Verkehrskreuzung von Mühlhausen geworden. Kommen wir zu den wichtigsten Straßen östlich von Kehrensgraben und Langsalzer Straße. Dabei soll eine Straße den Anfang machen, die eigentlich vor der Stadt lag. Gemeint ist die Schadebergstraße, die von den Mühlhäusern liebevoll die Schabergasse genannt wurde. Neben der Erfurter Höhle und dem Schreinberg war sie die wichtigste Landstraße Richtung Südosten und führte über den Riesinger Berg nach Emilienhausen und Hönnida. Diese Grafik zeigt in etwa den Straßenverlauf im 17. und 18. Jahrhundert. Damals war die Schadebergstraße, die erst seit 1876 diesen Namen trägt, nur sehr dünn besiedelt.
Auf dem 231 Meter hohen Schadeberg stand die 1377 erstmals erwähnte und 1525 zerstörte Schadebergswarte. In der Schadebergstraße 54 an der Ecke Karlstraße, deren oberes Teilstück seit 1946 Rudolf-Breitscheid-Straße heißt, gab es ab 1913 die Gaststätte Feldschlösschen. Oft wurde sie aber scherzhaft Feldsack genannt. Betreiber gab es viele, unter anderem Kurt Breitlauch, Georg Eckmann und Karl-Heinz Kellner. Nach der Übernahme 1959 durch die HO folgte der Gastwirt Kuhles, Familie Lämmerhirt, Friedel Tottenhaupt, Karl-Heinz Leininger und Wolfgang Schmidt. Am 31. März 2003 wurde das Feldschlösschen, von dem ich leider kein Bildmaterial habe, geschlossen. Mit einem Blick von der Schadebergstraße auf das städtische Gaswerk ist auch die Überleitung zum nächsten Weg gegeben, der Ballongasse. Sie trägt aber erst seit etwa 1915 diesen Namen, der sich durch die Nähe zum Gaswerk und dem Füll- und Aufstiegsplatz für Gasballons eingebürgert hatte. Zuvor war die schmale Gasse der Patrouillenweg der Stadtsoldaten an der äußeren Stadtmauer und später Zugang zu den Feldern innerhalb der Stadtgrenze. Er endete in der Langensalzer Straße oberhalb der Martini-Schenke am ehemaligen äußeren Erfurter Tor. Später, so alte Aufzeichnungen, wurde der Weg als Graben- oder Pflaumengässchen, aber auch als bei Papierers Mauer bezeichnet. Papierer waren die Familie Bonat, die einst aus Lothringen kamen und seit 1520 die Rote Löwenmühle als erste Mühlhörse Papiermühle betrieben. Sie hatten an der äußeren Stadtmauer in St. Martini Besitz. Nach Dominikus Bonat sind seit 1926 die Bonatstraße und der Bonatplatz oberhalb der Schadebergstraße benannt. Kommen wir zu Platea Diaboli, der Teufelsgasse. Sie begann an der Martinikirche, teilte sich nach etwa 150 Metern und endete an der äußeren Stadtmauer. Sie wurde 1402 erstmals als Divelsgasse erwähnt. Ihr Name wandelte sich von Divels über Dittmers und Dittmannsgasse zu der um 1815 erstmals erwähnten Tiedemannstraße. Seit 1923 trägt sie den Namen Thomas-Münzer-Straße. In der Tiedemannstraße prägte lange Zeit das städtische Gaswerk sowie die neu errichteten Gebäude von Schlachthof und Kammgarnspinnerei im weiteren Straßenverlauf die südliche Straßenseite. Auf der nördlichen Straßenseite entstanden im Zuge der rasanten Stadtviertelentwicklung ab den 1870er Jahren viele Villen. Auch die damals bekannte Kaffeerösterei Kloß siedelte sich hier an. Am Ende der Thomas-Münzer-Straße und kurz vor dem Riesinger Berg stand die Kammgarnspinnerei, auf die ich im ersten Teil schon genauer eingegangen bin. Bevor es aber weitergeht mit den Straßen, komme ich auf den Riesinger Stadtpark zu sprechen. Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke nach Treffurt ab 1908 wurde ein Taleinschnitt zwischen Riesinger Berg, was reißender Berg mit SZ bedeutet, und dem Schadeberg angelegt, drei Brücken errichtet und so der Riesinger optisch von der Stadt abgetrennt. Bauarbeiten und Brücken hielt der Maler Otto Tomaschek zwischen 1908 und 1915 in Bildern, die später oft auch als Postkartenvorlage dienten, fest. Seit 1874 gehörte der Riesinger Berg, der damals kahl und uneben war, zum Stadtgebiet. An der Stelle des Goldfischteiches und der späteren Freilichtbühne war ein Kalkbruch und an der Stelle des Restaurantgartens eine Müllgrube. 1878 begann der Mühlhäuser Verschönerungsverein mit der Umgestaltung des Riesinger Berges zu einem sogenannten Lustwäldchen im Stil englischer Gärten. Es entstanden Plätze, Wege, Goldfischteiche und ein Tennisplatz. Sogar eine Kamera Obscura, von der aus man die Umgebung Mühlhausens mittels Spiegel beobachten konnte, wurde auf dem Berg erbaut. Als der Baumbewuchs später aber zu hoch wurde, riss man sie wieder ab. Da dies aber eine Dokumentation über die Martini-Vorstadt ist und kein Film über den Stadtpark Riesinger, hier die wichtigsten Daten im Schnelldurchlauf.
1878, Beginn der Umgestaltung zu einem Stadtpark. 13. Januar 1901, Aufstellung des Bauernkriegsdenkmals. Bis zur Umgestaltung des Stadtparks in den 1950er Jahren zierte eine Gedenktafel den Stein, dessen Inschrift vom Professor Jordan stammte. Hier zu sehen eine Abschrift der Originaltafel und die DDR-Tafel, die heute noch am Denkmal zu sehen ist. April 1902. Anlegen von Goldfischteich, Tennisplatz, Festwiesen und Wegen. 1904. Anschluss an das öffentliche Wasser- und Abwassersystem der Stadt. 1912. Bau einer Schutzhütte im Schweizer Stil. 1922. Die Schutzhütte wird Gaststätte. 20. September 1926. Einweihung des Wiesental-Denkmals am Riesenlinger. Anbau der Glasveranda an der Gaststätte Parkhaus. 1952-53. Umgestaltung von Stadtpark und Parkhaus, welches von da an durch die HO betrieben wurde. Ebenfalls 1953. Bau der Freilichtbühne mit Platz für 2000 Zuschauern. 1973. Durch Vandalismus wurden Parkhaus und Freilichtbühne erheblich beschädigt. 1974. Beseitigung der Vandalismusschäden, Erweiterung der Zuschauerplätze in der Freilichtbühne auf 2500, Asphaltierung der Zufahrt ab der Thomas-Münzer-Straße. 25. Mai 1974. Wiedereröffnung von Parkhaus und Freilichtbühne. 1978. Anbau einer Terrasse am Parkhaus. Das Parkhaus bot seinerzeit 44 Sitzplätze, 80 Stehplätze und 170 Plätze im Biergarten. 1994. Modernisierung der Toilettenanlagen. 1995. Verkauf des Parkhauses unter der Auflage, bis 1996 wieder eine Gaststätte zu eröffnen. 1999. Die Stadt verzichtet auf die Einhaltung der Vertragsauflagen von 1995. April 2016. Die Freilichtbühne wird eingeebnet. Mit dem Verkauf des Parkhauses 1995 war auch das Schicksal der Freilichtbühne und der gesamten Parkanlage besiegelt. Das ehemals vielbesuchte Parkgelände verwilderte, Bänke wurden zerstört und nicht wieder erneuert, Denkmäler wurden beschmiert und zerstört. Ein Interesse zum Erhalt dieser Parkanlage scheint seitens der Stadt bis heute nicht zu bestehen. Damit zurück zu den Straßen der Martini-Vorstadt und des Bahnhofsviertels. Diese Luftaufnahme zeigt recht deutlich, dass sich die damaligen Städteplaner Gedanken gemacht haben, um den Bahnhof bestmöglich mit allen Stadtteilen zu verbinden. Strahlenförmig führten die neuen Straßen direkt vom Bahnhofsplatz in die Stadt. Vor dem Bahnhof befindet sich der weitläufige Bahnhofsplatz. Von Nordwesten nach Südosten führt die Bahnhofstraße direkt am Bahnhof vorbei. Nach Süden bis zur Langensalzer Landstraße führte die Viktoriastraße, die heutige Thälmannstraße. Die Augustastraße, heute August-Bebel-Straße, als eine der ältesten Straßen dieses Gebiets, verläuft in südwestlicher Richtung und endet bei der Martini-Kirche. Die heutige Karl-Marx-Straße, die damals Friedrichstraße hieß, führte nach Westen direkt in die Stadt. Die Karlstraße begann dort, wo die Bahnhofstraße auf die heutige Friedrich-Engel-Straße, damals Wilhelmstraße, trifft, verläuft in Nord-Süd-Richtung und endet in der Schadeberg-Straße. Zu den dominierenden Gebäuden im Gebiet um den Bahnhof gehören auch heute noch das ehemalige Café und Restaurant Victoria,
das Hotel Hohenzollern in der Friedrichstraße, die Villa Busch am Bahnhofsplatz Ecke Friedrichstraße und die mechanische Weberei der Gebrüder Busch in der Bahnhofstraße. Ebenfalls Richtung Süden verläuft die heutige Lassalle-Straße von der Bahnhofstraße bis zum Bonatplatz. Sie entstand 1889 und war bis 1946 nach der ehemaligen preußischen Königin Sophie Charlotte benannt. Ferdinand Lassalle, nach dem die Straße heute benannt ist, setzte sich in den 1850er Jahren für eine demokratische Verfassung und die Änderung des Wahlrechts in Deutschland ein. Er war Begründer und erster Präsident des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Nun zum Bahnhofsplatz und der Bahnhofstraße. Beide gibt es seit 1876. Über die Buschmüller habe ich ja schon im ersten Teil im Zusammenhang mit den Textilbetrieben berichtet. Ein weiteres Gebäude dominiert aber den Platz maßgeblich. Das große Haus auf der Platz Südseite, in dem ab 1904 das Café Victoria zu finden war. Gebaut wurde das Haus 1899 und zieht sich auch heute noch von der Themannstraße bis zur August-Bebel-Straße. An der Ecke zur Themannstraße war bis zur Wende 1989-90 das Bahnhofspostamt. An der Ecke zur August-Bebel-Straße befand sich ein Lebensmittelgeschäft, dem die Gaststätte einen Eingang weiter folgte. 1949 erhielt sie den Namen zur Blume. Am Ende der 1960er Jahre geschlossen, öffnete sie nochmals für kurze Zeit in den 1990er Jahren. Ein weiteres recht kleines Häuschen prägte jahrzehntelang das Gesicht des Bahnhofsplatzes. Der kleine Kiosk an der Ecke zur Karl-Marx-Straße. Hier soll es die besten Bockwürstchen der Stadt gegeben haben. Der Kiosk war eigentlich ein Lebensmittelladen, diente aber auch als in Anführungsstrichen Frühstücksstube für Handwerker, Taxifahrer sowie Straßenbahn- und Busfahrer. Am 10. April 1949 fand auf dem Bahnhofsplatz die Grundsteinlegung für das Denkmal für die Opfer des Faschismus statt. Das gesamte Mahnmal, das vom Mühlhäuser Bildhauer Walter Krause geschaffen wurde, war aber erst zwei Jahre später fertig und wurde am 15. April 1951 feierlich übergeben. Es steht an der Westseite des Platzes zwischen August-Bebel-Straße und Karl-Marx-Straße. 1999 wurde der gesamte Bahnhofsplatz umgestaltet, nur das Denkmal steht weiterhin an seinem angestammten Platz. Wenn hier oft von der Viktoriastraße gesprochen wird, so ist damit die heutige Themannstraße gemeint. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Straßen im Bahnhofsviertel wurden damals weitgehend nach den Mitgliedern der kaiserlich-preußischen Familie benannt, so auch die Viktoriastraße. Von 1888 bis 1946 war sie nach der deutschen Kaiserin Victoria benannt. Heutiger Namensgeber ist der Arbeiterführer Ernst Thälmann. Die Ostseite des unteren Straßenteils prägten bis 2002 die Gebäude der Firma Ratgeber, dem späteren Werk 1 des VEB Müllerna. Auf der westlichen Seite entstanden Villen. Im oberen Teil der Straße wurden nach und nach Einfamilien- und Reihenhäuser gebaut. Die ehemalige Karlstraße war von 1876 bis 1946 nach Prinz Karl von Preußen, Bruder des Kaisers Wilhelm I., benannt. Sie wurde 1946 umbenannt und trägt bis heute den Namen Karl-Liebknecht-Straße. Der obere Teil der Straße, von der Thomas-Münzer-Straße bis zur Schadeberg-Straße, erhielt ebenfalls 1946 den Namen des Sozialdemokraten und ehemaligen preußischen Innenministers Rudolf Breitscheid.
Dort, wo die Bahnhofstraße auf die Friedrich-Engels- und die Karl-Liebknecht-Straße trifft, gab es bis in die 1970er Jahre eine städtische Waage. Die Waage wurde entfernt und die Karl-Liebknecht-Straße hier zur Sackgasse. Interessant und auch schon erwähnt ist das ehemalige Gebäude an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Marx-Straße. Das ehemalige Hotel Hohenzollern wurde Anfang der 1890er Jahre als Café eröffnet. 1899 zum Hotel ausgebaut, trug es bis 1949 den Namen Hohenzollern. Als Bahnhofshotel mit Jugendtanzcafé wurde 1968 das letzte Privathotel der Stadt geschlossen. Bis 1972 wurde das Tanzcafé noch betrieben und dann durch das Baustoffkombinat umgebaut zu einem Bürohaus. Ab 1989 stand es leer und wurde 2015 abgerissen. Damit sind wir auch schon in der ehemaligen Friedrichstraße. Diesen Namen trug die heutige Karl-Marx-Straße von 1876 bis 1950. Danach hieß sie für 11 Jahre bis 1961 Stalinstraße. Die wichtigsten Gebäude wie die Thomas-Münzer-Schule, die St. Joseph-Kirche und das Verwaltungsgebäude von Klees und Flentje sowie das Bahnhofshotel wurden schon vorgestellt. Nicht vergessen sollte aber auch werden, dass durch die Friedrich-Stalin-Marx-Straße 67,5 Jahre lang die Straßenbahntrasse der Oberstadtlinie verlief. Eine der ältesten Straßen dieser Vorstadt wurde schon im Film über die Georgi-Vorstadt vorgestellt. Auf dem Teilstück, das durch die Martini-Vorstadt führt, zwischen der ehemaligen Friedrichstraße und Augustastraße, dominierten auf der westlichen Straßenseite die Fabrikgebäude von Klees und Flentje. Die östliche Straßenseite ist von typischen Vorstadthäusern gesäumt. In einem dieser Häuser befindet sich seit Oktober 1881 Heyers Schankwirtschaft. Benannt nach dem Gastwirt Heinrich Heyer aus Großengottern, hieß sie ab den 1930er Jahren Heyers Bierstube, ab 1957 Heyers Gaststätte und ab 2004 Weitstübchen. Trotz des Namenswechsels gehen die Bühlhäuser aber weiterhin auf ein Bierchen zu Heyer. Die Weitstraße trifft an ihrem südlichen Ende auf die Augustastraße, die seit 1946 den Namen August-Bödel-Straße trägt. Sie soll auch die letzte Straße in dieser Dokumentation über die Vorstadt St. Martini sein. Beginnen wir mit den Namensgebern. Ersterwähnung der Devilsgasse gleich Teufelsgasse war, wie schon erwähnt, 1402. Damals war die heutige Thomas-Münzer-Straße ein Teil der Devilsgasse. 1876 bekam die Straße, auf der bis 1873 das Bolstädter Tor stand, den Namen der deutschen Kaiserin und Königin von Preußen, Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach. Sie war die Gemahlin von Kaiser Wilhelm I. Seit 1946 trägt die Straße den Namen des Sozialdemokraten August Bebel. War die Devilsgasse einst wichtiger Weg von und nach Bolstedt, so bekam sie ab 1898 eine noch wichtigere Funktion. Nun unter dem Namen Augustastraße war sie Teil der neu eröffneten Straßenbahn-Unterstadtlinie. Anlässlich der Eröffnung wurden die Bäume in der Augustastraße gepflanzt. Sie waren ein Geschenk der preußischen Regierung in Erfurt.
In der Augustastraße 51 gab es seit 1885 ein Wirtshaus namens zum Franziskaner mit Kegelbahn, eigenem Schlachthaus, Saal und Fremdenzimmern. Das um 1900 in Reichshof umbenannte Haus war in den 1920er Jahren lange geschlossen und öffnete 1930 wieder als Hotel. Noch bis Mitte der 1950er Jahre betrieben, wurde es nun nicht mehr als Hotel zum Schulungsheim der Deutschen Reichsbahn und dann zu einem Wohnhaus. Als das Hotel Reichshof geschlossen wurde, dachte noch keiner an die Stilllegung der Mühlhäuser Straßenbahn. Geliebt von den Mühlhäusern fuhr sie 70,5 Jahre durch die Stadt und verband auf zwei Stadtlinien sowie den beiden Außenlinien den Bahnhof mit dem Stadtwald. Nachdem bereits im Juli 1968 die Oberstadtlinie, die durch die Karl-Marx-Straße führte, eingestellt wurde, drehte im Juni 1969 ein Team der Mühlhäuser Kamera die letzten Fahrten vor der Gesamtstilllegung auch in der August-Bebel-Straße. Zu sehen sind Triebwagen 40 und 51 im Solobetrieb. Der Straßenbahnverkehr in Mühlhausen wurde am Abend des 26. Juli 1969 eingestellt. Wenn auch die Beseitigung der Oberleitungen recht schnell vonstatten ging, ließ der Ausbau der Schienen teilweise bis in die 1980er Jahre auf sich warten. Die August-Bebel-Straße blieb aber noch knapp 20 weitere Jahre die wichtigste Straße zum Bahnhof. Durch den Bau des Neubaugebietes Ballongasse in den 1980er Jahren veränderte sich auch das Gesicht der westlichen August-Bebel-Straße ab der Weidstraße. Sie war nun nicht mehr Hauptstraße. Wie es dort vor und während dem Umbau aussah, zeigen die folgenden Bilder. Diesen Blick aus der August-Bebel-Straße der 1970er Jahre auf St. Martini und die Langensalzer Straße möchte ich mich von der Martini-Vorstadt verabschieden. An der Vorstadtkirche begann unser Rundgang und hier soll er auch enden. Vieles, aber sicher nicht alles, habe ich über diese Vorstadt erzählt, fast 1100 Bilder gezeigt und so einen Überblick über ihre Entstehung und Geschichte gegeben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.